Willkommen zurück bei unserem Gespräch mit Roger Waters. Roger, Sie haben eine starke Meinung zu anderen Dingen. Ich weiß, dass die Weißhelme Sie einmal um Hilfe baten und Sie ihnen diese verweigerten, weil Sie eine schräge Organisation seien. Die Weißhelme haben mich zweimal kontaktiert. Das erste Mal wegen einer Spendensammlung in London, die von der Syrien-Kampagne organisiert wurde. Ich dachte mir, wer sind diese Menschen? Und ich begann zu recherchieren. Was sehen Sie in dieser Organisation, was der westliche Mainstream nicht sieht? Warten Sie kurz. Ach so, Sie meinen die Weißhelme? Ja. Nun, zum Beispiel... Im Westen werden Sie offensichtlich idealisiert. Nun gut. Ich nenne nur ein paar Sachen. Sonst könnten wir hier den ganzen Tag sitzen und über die Weißhelme sprechen. Denn das ist ein sehr tiefer Kaninchenbau. Dunkel und weit verzweigt. Erstens, es gibt keine Beweise, dass es eine aus dem Volk entstandene Organisation von freiwilligen Helfern ist, die sich aus einfachen Menschen entwickelte, die Zivilisten helfen wollte, aus den zerbombten Häusern herauszukommen. Keine Beweise. Das ist das Erste. Als ich diese kurze Rede hielt in Barcelona, wollte ein Franzose, der die Weißhelme unterstützt und in der ganzen Welt unterwegs ist, Gebäude hinaufklettert und einen weißen Helm trägt, er wollte auf die Bühne hochkommen und eine Botschaft an die syrischen Kinder ausrichten. Wir haben euch nicht vergessen. Er fragte, ob er hochkommen dürfe. Nein, sie dürfen nicht auf die Bühne hochkommen und so etwas sagen. Ich meine, ich bin mir sicher, er hat es ehrlich gemeint, aber ich erklärte auch, warum ich Nein sagte. Mein Konzert hat am 14. April dieses Jahres stattgefunden. Ja, dieses Jahr in Barcelona, am 7. April, gab es einen angeblichen Chemiewaffenangriff in der syrischen Stadt Douma. Es tauchte ein Video auf, auf dem Menschen Kinder mit Wasser abspritzten, wie die Kinder Gesichtsmasken aufgesetzt bekommen und so weiter, gemacht von den Weißhelmen. Die Weißhelme stellten dieses Video online und es verbreitete sich rasant. Nur mit diesem Video als Beweis beschlossen die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und der Republik Frankreich, Syrien zu bombardieren. Nur auf dieser Grundlage. Ich stellte mich auf die Bühne und sagte, ich denke, es ist ein großer Fehler, syrische Flugplätze zu bombardieren, bevor wir erfahren, was dort geschehen ist. Die USA, Großbritannien und Frankreich schickten Hunderte von Marschflugkörpern nach Syrien. Ich denke nicht, dass sie viel zerstörten. Gott sei Dank haben sie keine Menschen getötet. Aber sie haben es getan. Die Menschen mussten fliehen. Und am Folgetag gingen zwei Journalisten dorthin, Robert Fisk, der für den Independent arbeitete, eine seriöse britische Zeitung, also eigentlich ist es eine Boulevardzeitung, aber nun gut. Und dann war da noch ein komischer Journalist, der für einen konservativen christlichen Fernsehsender aus Texas tätig war. Sein Name war Pearkin Sharp. Die beiden waren in ganz Douma. Sie besuchten das Krankenhaus, in dem das Video gedreht worden war, und alle erzählten ihnen dieselbe Geschichte. Absolut niemand wusste auch nur irgendetwas über einen Chemiegasangriff. Die Ärzte sagten, dass es keinen Chemiewaffenangriff gegeben habe, aber es seien ein paar Menschen gekommen, die Staub in ihrem Hals hatten. An diesem Tag ist in Douma keine einzige Person gestorben, niemand. Niemand wurde umgebracht. Es wurde auch ganz bestimmt niemand von jeglichen Chemikalien betroffen. Es geht hier um einen Journalisten des Independent, der vor Ort war und diesen eindeutigen Bericht verfasst hat. Und ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Komischerweise haben auch die offiziellen OPCW-Inspektoren, die 4 oder 5 Wochen später dorthin reisten, einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sagten, dass sie keine einzige Spur von Nerven Gift finden konnten. Sie haben chlorierten, ich weiß den Begriff nicht mehr, sie haben etwas gefunden, das auch Salz oder alles Mögliche hätte sein können. Der offizielle Bericht ist veröffentlicht worden, aber niemand hat ihn gelesen. Das war nichts Neues. Man hat das aber nicht bei CNN gezeigt, weil es nicht dem Narrativ entspricht, den sie verfolgen.
Ihr Narrativ besagt, dass es einen Chemiewaffenangriff gegeben hat und die Weißhelme wunderbar sind. Ich will nur noch die folgende Sache loswerden. Ich sagte dies in Oslo und sage es jedes Mal, wenn dieses Thema angesprochen wird. Wenn es eine aus dem Volk entstandene Organisation von freiwilligen Helfern gäbe, genannt die Weißhelme, unabhängig von den Leuten, die in Istanbul den Anfang gemacht haben, denn es hat nicht in Syrien angefangen, sondern mit einem britischen Soldaten. Also, wenn es diese Organisation gäbe und sie den Menschen vor Ort Hilfe, wenn Assad oder die Russen oder wer auch immer Bomben auf sie abwirft, dann würde ich sie von ganzem Herzen mit meinem ganzen Wesen unterstützen. Doch alle Beweise deuten darauf hin, dass das nicht der Fall ist. Haben Sie den Dokumentarfilm gesehen, der den Oscar bekommen hat? Ja, das habe ich. Ich meine, haben Sie jemals etwas gesehen, das so offensichtlich inszeniert und sorgfältig gedreht und geschnitten wurde? Hat das nach einer Doku ausgesehen aus einem Kriegsgebiet? Das ist aber eine andere Sache, über die ich mit Ihnen sprechen wollte. Sie sagen sorgfältig gedreht. Sie sagen, es sei nicht deren Narrativ. Deswegen komme der OPCW-Bericht nicht in die Mainstream-Medien der USA. Wenn Sie sagen, dass Sie den Luftangriffen auf Syrien seitens der US-Amerikaner kritisch gegenüberstehen oder sagen, nach meinen Recherchen glaube ich, dass die Weißhelme eine fragwürdige Organisation sind oder, sorry, der Skripal-Fall hört sich komisch an, dann wird sofort behauptet, dass sie ein Putin-Sympathisant seien und gemeinsam mit den russischen Behörden lügten. Natürlich machen Sie das. Wenn es nicht Sie wären, der sowas sagt, würden Sie dies als kompletten Schwachsinn bezeichnen. Denken Sie, ich werde nicht angegriffen, weil ich bei RT auftrete? Aber warum ist das so? Warum? Ich weiß nicht einmal, ob Sie Putin mögen oder nicht, aber warum wird jemand, der eine Meinung ausdrückt, die nicht mit dem US-Außenministerium übereinstimmt, als russischer Spion oder ein Kreml-Sympathisant abgestempelt, als ob Sie sich keine eigene Meinung bilden könnten? Nun, die Kriegshetzer machen das deshalb, weil sie die Idee vorantreiben wollen, dass sie einen Krieg erstens mit dem Iran und dann vielleicht zweitens mit Russland haben wollen. Im Krieg steckt viel Geld. Das mag vielleicht nach verrückten Verschwörungstheorien klingen, aber das ist nicht so. Warum geben sie jährlich 600 Milliarden US-Dollar dafür aus, in fremde Länder einzumarschieren, die sie überhaupt nichts angehen, und dunkelhäutige Menschen und Muslime zu töten? Warum? Wozu wird das gemacht? Wenn man beginnt zu fragen, warum sie das tun, ist es, weil sie Angst haben, dass sie euch angreifen könnten, weil sie deine Freiheit hassen? Der Narrativ, der US-Narrativ, ist in jeder Hinsicht Unsinn. Jetzt schmeißen sie mich wahrscheinlich ganz aus dem Land hinaus. Glauben Sie das? Keine Ahnung, keine Ahnung. Spüren Sie diese Gefahr, oder? Ich fühle es. Die Menschen versuchen, mich mundtot zu machen. Beim BDS-Thema wollten sie mich ganz offensichtlich mundtot machen. Sie haben mir auch gedroht. Wohin würden Sie dann gehen? Zurück nach Großbritannien? Was meinen Sie, wenn ich nicht in den USA leben würde? Ja. Ich weiß nicht, nein, ich würde nicht zurück nach Großbritannien gehen. Nach Russland? Vielleicht nach Portugal. Warum nicht nach Russland? Warum Russland? Weil es ein großartiges Land ist. Vielleicht haben Sie recht. Ich habe keine Ahnung. Darf ich Sie noch etwas fragen? Ist Ihnen der Spielraum der US-Beamten aufgefallen, den Sie sich erlauben, wenn Sie über die Russen sprechen? Ich habe gehört, wie ein US-Politiker sagte, dass es den Russen in den Genen liegt, zu vereinnahmen und vorzudringen. Das ist ein Zitat. Ich dachte, oh mein Gott, wenn ein Amerikaner, vor allem ein Politiker, dabei erwischt würde, wie er so etwas über Juden sagen würde oder über Afroamerikaner, würde es das Ende seiner Karriere bedeuten. Offensichtlich ja. Warum ist es in Ordnung und erlaubt, so etwas über die Russen zu sagen? Nun, weil die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten diesen Narrativ der Allgemeinheit schon seit den letzten 4 Jahren verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie lange. Was glauben Sie? Ich schätze, seit 4 Jahren. Ich denke, es begann während Obamas Amtszeit. Während der Präsidentschaftskampagne wurde es immer heftiger und ist, seit Trump Präsident ist, noch schlimmer. Ja, das ist wahr.
Als ich an der neuen Platte gearbeitet habe, Is This the Life We Really Want, fing der Kerl, mit dem wir die Platte produziert haben, an, mir zu erzählen, dass RT doch nichts als reinste Propaganda sei, nichts als ein Haufen Lügen. Und ich schaue ja RT. Also habe ich gesagt, im US-Fernsehen bekommst du keine Doku zu Fracking zu sehen. Denn dort ist man nicht daran interessiert, die Menschen über irgendetwas zu informieren. Jetzt ist es so offensichtlich, dass CNN und alle US-Sender, sie sind alle von der gleichen Sorte, MSNBC, Fox und alles dazwischen, außer vielleicht Discovery. Das ist vielleicht noch der einzige TV-Sender in den USA, bei dem man ab und zu einen kurzen Einblick über die Realität und darüber gezeigt bekommt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Aber der Rest ist nur Propaganda. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Ich begreife die ganze Sache mit Russland noch immer nicht. Ich habe das auch meinem Publikum gesagt, auch in anderen Ländern. In den USA fragte ich sie, habt ihr eine Ahnung, wer die Russen sind? Habt ihr jemals einen Russen getroffen? Ich habe viele Russen getroffen. Ich kann nicht sagen, dass ich viele Russen gut kenne, aber was ich weiß ist, dass die Russen 20 Millionen Menschenleben im Zweiten Weltkrieg verloren haben, um euch von den Nazis zu retten. Und ihr stichelt gegen sie? Seid ihr verrückt? Ihr habt keine Ahnung, was ihr da redet. Und ihr wisst auch nichts über dieses Land oder diese Menschen oder sonst etwas. Es geht hier nur um die Schuldzuweisung. Warum wollen Sie nicht für ein Amt kandidieren? Weil ich in meinem Leben wichtige Sachen erledigen muss. Na gut, danke für dieses Gespräch inmitten Ihrer wichtigen Sachen. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Und schauen Sie weiterhin RT. Es freut mich, dass Sie RT schauen. Das werde ich. Viel Glück bei allem. Vielen Dank.